Heute, da gibt's was Neues bei den Gorillas auf der Anlage. Skeptische Blicke. Und Ramler Rösti. Der hat was zu erledigen. Die würden gerne endlich wieder baden. Können es kaum abwarten. 4 Wochen war der Pool geschlossen. Mit Absperrungen. Und jetzt sind die wieder weg. Wir haben ja jetzt erst seit einem Tag quasi das Badebecken wieder geöffnet. Vorher war es aus Sicherheitsgründen wegen der Geburt noch gesperrt. Auf los geht's los. Paul gibt den Startschuss mit einem Apfel. Die Badesaison ist eröffnet. Aber die Kleinen, die sind völlig furchtlos, die springen da rein. Und so ein Elefantenkind, die können ja auch von Anfang an sehr gut schwimmen. Ganz schönes Gewusel, ne? Ganz schön voll geworden. Ja, vor allen Dingen die 3 Größeren, die zeigen ja dann immer alles, was sie können. Ja, wir haben jetzt hier die, also 3 Muttis und 3 Kinder. Die eine, die Rani mit Kind, die steht noch ein bisschen abseits. Also die ist jetzt noch nicht mal drin, aber wir haben jetzt, jetzt kommt sie rein. Im Hintergrund sieht man jetzt Rani. Jetzt sind also alle 4 Muttis, alle 4 Kinder da. Die 3 Älteren benutzen jetzt schon die Wanne. Die Jüngste habe ich jetzt noch nicht im Wasser gesehen. Die hätten ja rein theoretisch die Möglichkeit auch draußen, aber bisher haben wir es noch nicht gesehen. Das müsste auch noch so 1-2 Wochen dauern. Die können zwar von Anfang an schwimmen, aber bis die Mutti die freigibt und entspannt schwimmen lässt, das dauert eine Weile, gerade wenn da noch andere Herdenmitglieder sind. Die Kleine. Guckt mal. Geht aber noch nicht rein, wie die großen Geschwister. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie dann die kleine Schwester anstiften. Apropos Frage der Zeit. Die sind jetzt schon ganz schön lange im Wasser. Wollen gar nicht wieder raus. Die kriegen ja schon langsam blaue Rüssel. Das Pongoland. Hier werden gerade Renovierungsarbeiten durchgeführt. Marc Wolf, er schaut mal nach, wie weit die sind. Das ist ja mit der Zeit auch immer so, dass das alles ein bisschen kaputt geht. Ist ja jeden Tag den Tieren ausgesetzt. Und was wir halt vor allen Dingen wollten, waren hier so ein paar mehr Sitzbretter, wo die Tiere sich halt schön niederlassen können. Und da haben wir jetzt hier so 4 Stück und vor allen Dingen ein großes dort hinten, so über diese komplette hintere Fläche verteilt. Normalerweise gäbe es jetzt hier drin Frühstück. Geht nicht. Also heute mal draußen. Gut, Daniel, die Schimpansen können dann raus. Okay, dann lass ich sie jetzt raus. Danke. Man hört sie, bevor man sie sieht. Und dann sieht man sie und hört sie. Und sofort geht's auf die Suche nach dem gemachten Frühstückstisch. Gefunden. Große Freude. Ja, genau, direkt wenn es rausgeht, freuen die sich natürlich erstmal. Und dann ist es aber auch ganz oft so, dass. Ja, genau, Frauke freut sich jetzt vor allem hier, dass sie jetzt wieder draußen sind und dass es hier draußen natürlich auch direkt das erste Frühstück gibt für die Schimpansen. Die meisten hier fressen gesunden Salat zum Frühstück. Aber eine. Die nicht. Die mag es eher süß. Frauke ist immer so eine Kandidatin, die hat sich jetzt hier vorne ein bisschen Schilf abgepflückt und setzt sich damit direkt an den Stocherkasten, um sich da die ganzen Pellets rauszuholen. Die hat offenbar keine Lust auf gesunden Salat, sondern möchte lieber erstmal die leckeren Pellets da aus dem Kasten abstauben. Das sind ja unsere automatischen Stocherkästen, diese großen, und da ist ja oben eine Zeitschaltuhr drin, sodass die dann auch den ganzen Tag dort wirklich beschäftigt sind. Und Frauke ist eine Expertin, sehr erfolgreich. Steht auf die süßen Pellets. Die nächsten, die an den Frühstückstisch gebeten werden,
sind die Gorillas gegenüber. Inga Hülse, auch mit Salat und Gemüse, frischem Laub. Oh, rote Beete und Porree. Aber hier gibt's was Neues. Ja, das ist so eine neue Holzrolle. Hier sind ein paar Löcher drin. Und dann dreht sich das. Und dann fällt da mal wieder was raus. Ich kann das ja mal. Also ich fülle das jetzt einfach ein bisschen. Und wenn sich das dann jetzt so dreht, dann fällt auch mal was runter. Mal sehen, ob die das verstehen. Ich würde jetzt die Gorillas rauslassen. Oh ja, die freuen sich auch auf ihr Frühstück. Und Abeku? Der guckt erst mal skeptisch. Rammler Rösti. Der ist hier im Zoo, das Zuchtkaninchen. Und bekommt heute wieder was zu tun. Von Jeanette Pambor. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Renn. Ich nehme hier die kleine Abkürzung und würde gleich mal eine neue Häsin oder Zippe quasi raussuchen und zu Rösti bringen. Na, wer soll's denn werden? Eine hellbraune mit großen Ohren oder das dunkle Häschen? Genau, wer soll dein Herzplatz sein? Leider darf er sich nicht selber aussuchen, sondern das übernehmen wir für ihn. Genau, und jetzt nehmen wir einfach die große dunkle und dann schauen wir mal, ob das Glück groß ist oder eben nicht. Ja, die große dunkle soll es sein, wenn sie sich dann fangen lässt. Das war aber nicht so schwer. Nee, das war nicht so schwer. Tatsächlich sind die recht entspannt. Im Endeffekt war es das schon. Es hätte abenteuerlich werden können, aber sie hat mir in die Karten gespielt und dementsprechend war es jetzt recht entspannt. Das Abenteuer beginnt ja erst. Genau, das Abenteuer beginnt erst jetzt. Grüß dich. Guck mal, es gibt Damenbesuch. Wo bist denn du? Und dann, guck mal. Nee, warte, du musst aber schon auch hier drinnen bleiben. Und du gehst mal bitte ein Stückchen mit. Super. Und dann gucken wir mal, was sie machen. Essen. Oh, da hat ja jemand was zu essen hingelegt. Doch dann geht da was. Interesse. Genau, das ist genau das, was ich sehen möchte. Hier, da bekommen die einfach nicht genug. Dann sieht man auch, dass die Kleinen jetzt mittlerweile gar nicht mehr die Muttis brauchen. Die gehen auch von alleine rein. Da sind die manchmal eine halbe Stunde jetzt drin. Die kriegen schon eine ganz dünne Haut. Man sieht es auch an den Badebecken. Wir müssen jetzt viel mehr sauber machen, weil die das wirklich gut nutzen. So, jetzt reicht's aber. Abtrocknen. Dieses Baden und dieses danach Einsanden, das fördert ja ungemein das Gruppenleben, das Sozialleben. Und nach dem Einsanden der nächste Programmpunkt. Alle raus auf die Anlage. Und zwar alle zusammen. Vier Mütter, vier Kinder. Jetzt haben die sich erstmal aufgeteilt. Die sind jetzt ja quasi nach dem Baden erstmal alle jetzt frisch auf die Anlage gekommen. Jetzt haben sie erstmal die Anlage gescannt. Also das ist ja zum Zusammenlassen hier eigentlich die praktischste Anlage bei uns, weil wir hier vier Raumteile haben und können halt die Herde so ein bisschen, wenn die den Bedarf haben, so ein bisschen entzerren. Jetzt siehst du auch ganz praktisch, wenn die sich auf der Anlage verteilen, bleibt erstmal jedes Kind bei der Mutter. Da sieht man im Hintergrund jetzt auch die Rani, ne, sucht sich jetzt jeder erstmal einen Fressplatz. Und ganz nebenbei können dann die Jungtiere auch ein bisschen zur Ruhe kommen und trinken. Ja, gerade die Kleinste muss noch ein bisschen zulegen. Die Größeren, die machen derweil ihr Ding. Sieht man jetzt auch schon,
Jetzt stören sie die Muttis hier am Essen und toben hier schon im Grünfutter rum. Mal gucken, wann sie die erste gewinnt kriegen. Also die Muttis sind ja erstaunlich tolerant, aber beim Essen hört es dann immer auf. Ja, das können sie nicht ab. Ins Futter latschen. Oh. Tapir Laila, hochtrabend. Alle hier voll froher Erwartung. Auch Timo Gessner und Michael Ernst. Ja, wir erwarten, dass aus einem Tapir zwei werden. Und jetzt ist Laila so im Stadium der ja, wirklich hohen Trächtigkeit. Was hat man ausgerechnet, Timo? Noch 13, 12 Tage, ne? Ja, ab heute. 394. Ja. Tag müsste genau. Heute sein. Also wir haben kein ganz genaues Deckdatum. Der erste wahrscheinliche Termin, da sind wir jetzt kurz davor. Ich sag mal, im Idealfall haben wir in 10 Tagen oder in spätestens 14 Tagen ein Jungtier. Wenn alles gut geht. Die ersten Geburten liefen ja super, aber... Und dann hat es eben ein paar Mal nicht geklappt. Ne? Die Jungtiere sind entweder zu früh oder halt verstorben. Und jetzt sind wir ganz guter Dinge, dass jetzt Jungtier Nummer 8, ja, Jungtier Nummer 8, dass das mal wieder was wird. Und deswegen machen wir eigentlich auch regelmäßig so generell eigentlich immer mal so einen Check. Oh, Laila, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Hey, hey, hey. Nicht erschrecken. Checkpunkt 1. Bauch- und Euterkontrolle. Also der Nabel, der kommt hier schon immer deutlicher raus. Weil halt als alles eben. Es drückt von innen. Von innen drückt, genau. Ganz normal. Was wir bei den anderen schon hatten, dass man vorher wirklich gemerkt hat, die Zitzen schwellen dann noch mal ein bisschen an. Und manchmal kommt dann tatsächlich vorher auch schon ein bisschen Milch oder Sekret raus. Und das ist dann wirklich ein ganz deutliches Zeichen, dass es jetzt. Und da war es dann auch einen Tag später, ne? Da war es dann einen Tag später da. Ja. Wenn Milch kam, dann, ist also. Dann ist ein ziemlich sicheres Zeichen, dass am nächsten Tag das Jungtier da ist. Checkpunkt 2, Kindsbewegungen. Wenn die jetzt so liegt, das ist schon dann ideal. Jetzt müsste man doch eigentlich auch mal, na komm, klopf mal an, Kleiner. Hm? Oder Kleine, diesmal wird es ja ein Weibchen, oder? Ja, ey, hör auf, ich sage überhaupt nicht mehr dazu. Ich äußere mich nicht dazu. Das Geschlecht wird nicht vorher festgelegt. Das sollte ich selbst entscheiden. Das ist ja gerade modern bei Tapiren. Hier ist jetzt gerade echt ein bisschen Bewegung gewesen. Ja. Ne? Ja. Also ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt, aber Guck mal. Du hast das Bauchauge. Ja, bewegt sich da was? Ja. Ah ja, tatsächlich. Auch hier jetzt Zeit fürs Frühstück. Erst mal gucken, was im Angebot ist. Salat, Blätter, Porree, der übliche Kram. Nur eine, Diara, die hat es gleich gesehen. Da ist was Neues. Doch, jetzt geht sie da hin. Guck mal, jetzt hat sie gesehen, da unten liegt auch was. Dann wird sie auch wissen, dass da drinnen was ist. Jetzt muss sie das nur noch mit dem Drehen irgendwie hinkriegen. Die Yara, die ist da eigentlich bei sowas sehr flink. Also die weiß eigentlich gleich, wenn immer irgendwie was ist. Und Kibara und die Yara sind eigentlich so unsere Stochermädels. Also die anderen machen das eigentlich kaum oder gar nicht. Die gucken da mal. Ah, jetzt hat sie's. Jetzt hat sie's raus. Den Dreh. Genau, also die Yara, die versteht das ganz gut. Aber sie ist hier, ehrlich gesagt, auch die Einzige im weiten Rund. Gorillas sind halt nicht so wie Schimpansen, ne? Die sind halt so ein bisschen trödelig und naja. Außer die Yara, die hat's einfach drauf. Und jetzt? Gut, David, kann losgehen. Die letzten im Bunde. Die Orang-Utans. Danke. Oh, da sind sie. Hier, Ramla Rösti, gibt sein Bestes.
Runde um Runde. Genau, das ist im Prinzip das, gut, nicht durchs Wasserbecken, das, was ich sehen will, ne? Dass sie im Prinzip quasi, dass er anfängt, sie zu treiben, damit eben der Eisprung ausgelöst wird und rein theoretisch sollte es dann sein, so sein, sie will eigentlich nur weg, genau, dass dann der Deckakt losgeht. Sieht ja schon mal recht vielversprechend aus. Er legt sich ja ins Zeug. Er sieht ganz gut aus. Und? Schon was Brauchbares dabei? Ich denke noch nicht, aber klar, ist durchaus möglich. Er hat ja schon, wie gesagt, diese Rammlerbewegungen waren ja jetzt quasi gerade schon zu sehen. Aber rein theoretisch sollte das noch ein bisschen länger gehen, wenn er jetzt nicht gerade dringend aufs Klo müsste. Er muss mal. Och, Rösti. Ernsthaft? Ja. Die Nashörner Fungo und Sarafine, die bekommen heute Besuch aus Südamerika. Tanja Rojas ist zu Gast im Leipziger Zoo. Eine Woche soll die Tierpflegerin hier Tiere kennenlernen, die sie aus Südamerika so nicht kennt. Eine internationale Kooperation. So, sie ist eine Tierpflegerin aus dem Zoológico de Quito in Ecuador, also quasi dem Hauptstadtzoo. Und wir haben jetzt schon das zweite Jahr quasi eine Kooperation, also wir springen da auf. Die Kooperation ist hauptsächlich zwischen dem Zoo Karlsruhe und dem Zoo Quito. Karlsruhe hat ein Artenschutzprojekt in Ecuador, in Mindo, westlich von Quito. Und dadurch kamen sie eben in Kontakt, waren auch öfter dort und haben halt so eine Verbindung zum Zoo Quito. Erstmal tauscht man sich aus unter Kolleginnen. I talk Spanish and English and with feet and hands, okay? So, we had, Mandy erklärt ja alles über Nashörner. Er hat sie ja noch nie live gesehen. Und dann der große Moment. Ein erstes Nashorn für Tanja. Na? Oh ja, sehr freundlich. Dank Leckerli. Oh, sie sagt, es ist ein tolles Gefühl heute, diese Tiere so nah vor mir zu haben. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist eine andere Welt. Verrückt. Ja, nun scheinen alle zufrieden. Bei Rösti dauert's noch. Der sitzt auf dem Klo. Also ein richtiger Draufgänger ist es nicht, ne? Nee. Oh, jetzt ist er fertig. Aber irgendwie, die Leidenschaft ist raus. Kein Feuer mehr. Aber er ist jetzt auch nicht so, dass er sich sagt, das versuche ich jetzt weiter, ne? Sondern, ah ja, da ist auch noch ein trockenes Stück Stroh. Als hätte er seit Wochen nichts gekriegt, ne? Jetzt kriegt er hier so eine zauberschöne Lady und dann... An ihr liegt's nicht. Und nun? Bleibt jetzt eine Zeit lang hier, dass sie morgen oder übermorgen wieder rübersetzen. Und dann wird sie in 2 Wochen, nehmen wir sie noch mal mit rüber zu ihm zum Kontrolldecken. Und rein theoretisch, wenn jetzt der Deckakt oder vielleicht auch ein späterer Deckakt erfolgreich ist, dürfte er gar kein Interesse haben. Also noch weniger als jetzt. Das ist nicht die große Romanze. Ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, das gebe ich zu. Ja. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Auch bei den Orangs. Schnell raus zum Frühstück. Und da kommt Bimbo, genau. Tja, der alte Mann. Der lässt es gemächlicher angehen. Ja, im Moment würde ich sagen, geht es ihm ziemlich gut. Der hatte auf jeden Fall schon eine Zeit, wo er deutlich langsamer und beschwerlicher unterwegs war.
genau. Wird erstmal ein bisschen was im Graben versenkt. Aber im Moment, auch wie man jetzt sehen kann, ist er eigentlich ganz, ganz mobil. Er ist hier der Chef. Und das zeigt er auch allen. Na, alles schick. Ein guter verteilter Stangensellerie ist schon im Graben gelandet. Vor Wut, ja. Ja. Bimbo musste kurz toben. Eine kurze Machtdemonstration vom alten, orangenen Mann. Wenn er will, kann er noch. 43 wird er dieses Jahr. Also ich glaube im September oder so hat er Geburtstag irgendwie. 43, ein stolzes Alter. Dafür ist er noch ganz schön fit. Die Zähne sind nicht mehr so doll, also muss Futter schon ein bisschen kleiner schneiden. Und naja, er wird auch ein bisschen oder so ein bisschen ruhiger und gesetzter und lässt sich eben auch viel von den Weibchen gefallen. Also dass die ihm das Futter eben auch wegnehmen können. Was ja gut ist, dass er da nicht gleich ausrastet jedes Mal. Sie können sich viel mehr erlauben als früher. Bimbo will wohl gerade hauptsächlich seine Ruhe. Naja, er ist dann auch mal, wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so schön ist, sitzt er lieber drinnen und geht eben nicht raus oder braucht eben 3 Einladungen, bis er dann endlich mal rausgeht. Aber fit ist er auf jeden Fall noch, dass er überall hochkommt und die Kraft hat er, verliert er ja auch nicht. Aber ansonsten ja, so ein bisschen, wie gesagt, das mit den Zähnen ist das Einzige. Kommt so langsam ins Rentenalter. Aber noch hat er alles genau im Blick. Hier nochmal in Zeitlupe die Elefantenrolle. Panther hat jetzt gerade das freche Kind von der Leitkuh umgeworfen. War Elefantenerziehung jetzt im Hintergrund. Nichts passiert. Aber auch nichts gelernt. Die Kleine latscht schon wieder ins Futter. Also die haben nur Knete im Kopf, da geht's den ganzen Tag ab hier. Das soll ja auch so sein. Sturm und Drang. Also die drei, das ist echt eine Wohltat. Die ganz Kleine spielt nur Verhalten mit, aber die ist halt ja auch noch Neugeborenes. Und jetzt wird es halt mal so lustig, wenn sie dann die drei Geschwister sich um die jüngere Schwester kümmern. Das ist jetzt ja nur eine Frage von einzelnen Tagen. Ein wichtiger Schritt ist gemacht. Die Herde ist wieder zusammen. 4 Mütter, 4 Kinder. Und auch die Kleinste gehört jetzt dazu. Also die Gruppendynamik, die ist richtig gut. Also wo wir natürlich die letzten Wochen viel dran gebaut haben, ist, dass wir einfach die Routine reinkriegen. Jetzt haben wir mittlerweile auch wieder einen festen Tagesablauf. Alles, was in der Herde lebt, hat ja feste Regeln. Und selbst Rani gehört jetzt voll dazu. Man sieht es jetzt auch, ne? Also Rani ist jetzt auch wirklich überhaupt kein Sorgenkind mehr. Also die ist ja sehr viel gelaufen. Das Kind hat manchmal nur sehr kurz getrunken. Und dann hat ein anderes Kind mitgetrunken, was nicht sollte. Und also wir müssen ja erstmal das alles ein bisschen ruhig kriegen und am wichtigsten war, dass sie alle zusammenkommen. Bei den Elefanten. Alles auf einem guten Weg. Die Fischkatze Lotte noch alleine. Doch jetzt bekommt sie Gesellschaft. Ich weiß nur, dass es ein schöner, stattlicher Fischkatzenkater aus Frankreich ist. Und der stattliche Fischkatzenkater soll schon bald die stattliche Fischkatzenkatze kennenlernen. Außerdem nächste Woche endlich. Die 4 kleinen Löwen sind soweit. Sie dürfen raus auf die große Anlage. Also dann, bis nächste Woche. Tschüss.